Ich erkläre dir heute den Hauptgrund, warum deine Mixe nach Amateurmix klingen, und wir starten genau jetzt. Ich will nicht lang drum rumreden. Grund Nummer 1, warum deine Produktion aus deinem Home Recording Studio nach Amateurmix klingen, ist meistens qualitativ schlechte Gesangsaufnahmen, qualitativ schlechte Vocalproduktionen. Und ich erkläre dir auch gleich, warum das so ist. Denn überleg mal, wer dein Hauptzuhörer ist. Dein Hauptzuhörer sind meistens Leute, die nicht in der Musikproduktion arbeiten, die mit Musikproduktion überhaupt nichts zu tun haben, die mit Recording gar nichts zu tun haben. Und dieser Zuhörer, dieser Hauptzuhörer, konzentriert sich vor allem auf eines und hört auf eines, und das ist die Stimme, die Lead Vocals. Doch auch ein Laie erkennt sehr schnell, wenn deine Lead Vocals irgendwie unnatürlich klingen, wenn er die Worte nicht richtig verstehen kann oder wenn sie irgendwie dumpf oder unangenehm spitz klingen. Ein Laie wird wahrscheinlich nicht merken, wenn deine Snare Drum ein bisschen zu leise abgemischt ist oder wenn dein Bass ein bisschen zu stark komprimiert ist. Was er aber sehr wohl merkt, ist, wenn deine Lead Vocals komisch klingen. Wenn sie zu leise sind, wenn sie irgendwie unnatürlich klingen, wenn er die Worte nicht richtig verstehen kann oder wenn sie dumpf klingen oder unnatürlich spitz und unangenehm kreischig. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass du deine Vocalproduktionen so hochwertig wie möglich gestaltest. Die Gesangsproduktion unterteilt sich in zwei Arbeitsschritte. Das eine ist das Vocal Recording, also die Gesangsaufnahme selber, und das andere ist das Vocal Mixing, also wie du deinen Gesang abmischst. Zu beiden Arbeitsschritten erkläre ich dir jetzt drei Fehler, die hauptsächlich gemacht werden. Zunächst mal zum Vocal Recording. Fehler Nummer 1 ist eine schlechte Organisation im Aufnahmetag. Nichts stresst Sänger, insbesondere Sänger, die nicht so erfahren sind im Studio, mehr, wie wenn der Aufnahmetechniker rumrennt und wenn ein Kabel kaputt ist, wenn er nicht richtig weiß, was er machen soll, wenn die DAW ständig eine Systemüberlastung hat, wenn er nicht wirklich weiß, wie er einen Monitoring-Mix für den Sänger anlegen kann. Das geht Sängern tierisch auf den Senkel, und noch bevor sie oder er den ersten Ton gesungen hat, ist sie mit den Nerven im Prinzip schon völlig am Ende, weil sie wahrscheinlich auch ein bisschen aufgeregt ist am Aufnahmetag. Deswegen stell auf jeden Fall schon vor dem Aufnahmetag sicher, am besten am Abend vorher, dass deine Kabel funktionieren, dass du Ersatzkabel hast, wie du einen Monitoring-Mix anlegen kannst und dass deine DAW perfekt eingestellt ist, damit das Vocal Recording beginnen kann. Fehler Nummer 2 ist die falsche Aufnahmestrategie. Bei vielen Amateuraufnahmen oder Aufnahmen im Home-Recording-Bereich wird, weil eben alle ein bisschen nervös sind, werden nur sehr, sehr kurze Sequenzen aufgenommen. Das heißt, sie sagen sich, okay, wir machen jetzt den ersten Vers, dann machen wir den ersten Refrain, dann die Bridge, und so machen wir immer weiter. Und wenn was nicht funktioniert, dann nehmen wir sogar nur Zeile für Zeile auf oder sogar nur Wort für Wort. Ich habe das selber oft erlebt und das ist extrem stressig. Zum ersten Mal ist es für die Sängerin oder für den Sänger sehr, sehr anstrengend, wenn er immer die gleiche Zeile oder das gleiche Wort immer und immer wieder singen muss, weil es immer im gleichen Frequenzbereich ist. Und das ist sehr, sehr schwierig und erschöpft die Stimme sehr, sehr schnell. Deswegen rate ich dir, lass die Sängerin 2 oder 3 Mal den Song komplett einsingen, im Bestfall. Das setzt natürlich voraus, dass die Sängerin den Song perfekt kann und schon gut geübt hat, aber das ist sowieso kein Fehler. Aber dann kann sie sich wirklich auf die Aufnahme konzentrieren, auf ihre Performance, kann den Song ordentlich einsingen, und dann hast du auch wirklich nur 2 oder 3 Takes zum Schneiden, aus denen du dann die perfekte Gesangsaufnahme heraussuchst, und dann klingt diese Gesangsperformance auch viel mehr aus einem Guss. Problembereich Nummer 3 ist das Arbeiten am Mikrofon selber, denn es macht durchaus einen Unterschied, ob ich 30 cm vom Mikrofon weg bin oder ob ich sehr nah an das Mikrofon rangehe. Dadurch wird die Aufnahme sehr, sehr basslastig. Das kann jetzt gut sein für einen Sprecher, der den nächsten Hollywood-Blockbuster ankündigt, dass es schön basslastig ist und dass der Nahbesprechungsbereich wirklich, der Nahbesprechungseffekt wirklich gut ausgenutzt wird. Aber für eine Vocal-Aufnahme ist das in der Regel nicht besonders gut. Deswegen ist der richtige Abstand zum Mikrofon sehr, sehr wichtig, dass die Gesangsaufnahme gut wird. Außerdem ist auch wichtig, in welcher Höhe das Mikrofon zum Sänger steht, zum Beispiel. Wenn das Mikrofon, wie bei mir jetzt zum Beispiel, auf den Brustbereich gerichtet ist, dann kann das gut sein für eine Sprechstimme, so wie ich das jetzt hier gerade mache, aber für eine Gesangsaufnahme ist es nicht immer optimal. Du kannst das Mikrofon auch etwas mehr über den Sänger stellen, also etwas höher, dann wirst du mehr von den Höhen bekommen. Wenn du es tiefer stellst, bekommst du mehr von den Tiefen. Und kleiner Trick hier am Rande, kleiner Bonustipp: wenn deine Sängerin zum Beispiel sehr extreme S-Laute hat, sehr extreme Explosivlaute, dann kann es auch helfen, den Mikrofonwinkel so einzustellen, dass sie ein bisschen am Mikrofon vorbei singt,
Das kann einen sehr großen Effekt haben und sehr große Hilfe sein, wenn sie sehr starke Explosivlaute hat. Insgesamt ist es aber wirklich sehr, sehr wichtig, sich ein bisschen auszukennen und ein bisschen rumzuprobieren, wie das Mikrofon zum Sänger steht, in welchem Winkel und in welcher Höhe. Kommen wir zum zweiten Arbeitsschritt und das ist das Vocal Mixing. Auch hier werden wahnsinnig viele Fehler gemacht und der erste Problembereich beim Mixing ist ein schlampiges Editing. Ich habe das schon in mehreren Videos erklärt. Du musst deine Vocals sauber editieren. Wenn du jetzt also im besten Fall 2 oder 3 Gesangsaufnahmen hast, der Sänger hat den Song 2 oder 3 Mal aufgenommen, hast du schon mal den Vorteil, dass du nicht 120 Gesangsschnipsel hast, die du zu einer ordentlichen Vocal-Performance zusammenschneiden musst. Aber auch wenn du hier aus diesen 3 großen Aufnahmebrocken eine Gesangsperformance zusammenschneidest, musst du aufpassen, dass es zwischen den einzelnen Parts oder zwischen den unterschiedlichen Takes, dass diese Übergänge zwischen diesen, dass die sauber laufen, dass du hier Crossfades machst, ja, dass es zu keinen Knacksern kommt. Du musst aufpassen, dass du die Atmer rausschneidest. Du musst aufpassen, dass du Grundgeräusche, das Rauschen von einem Computer, das Rauschen von einer Klimaanlage, passiert jetzt in einem Tonstudio vielleicht nicht unbedingt, aber im Home-Recording-Bereich schon oder von einem Auto, das draußen vorbeifährt oder von Drittschallgeräuschen, dass du die Aufnahme davon wirklich sauber bereinigst. Denn das Problem ist, dass wenn du diese Gesangsaufnahme jetzt anhörst, dass es zunächst mal gar nicht so auffällt. Ja, Trittschallgeräusche, Grundrauschen, solche Dinge fallen erstmal nicht besonders auf, wenn du die Aufnahme nur roh anhörst. Problematisch wird's, wenn du die Gesangsstimme dann mit Effekten bearbeitest, also mit Kompression, mit EQ und so weiter. Durch Kompression hauptsächlich werden nämlich nicht nur laute Peaks oder laute Pegelspitzen leiser gemacht, sondern es werden auch leisere Grundgeräusche nach oben geholt. Und sehr, sehr oft passiert es, dass du mitten im Mixing-Prozess bist und dann auf einmal merkst, hä, da ist ja irgendwie ein Grundrauschen oder ist sie ja gegen das Mikrofon gestoßen, das muss ich jetzt wieder irgendwie rausschneiden. Ja, und das ist einmal mit der Kirche ums Dorf gelaufen. Deswegen solltest du schon beim Editing darauf achten, dass zwischen den Pausen, also wenn Stille ist oder zwischen den Gesangsparts, wenn da Stille ist, dass du genau hörst, ist da irgendein Grundrauschen, hat irgendwie der Aufnahmetechniker was dazwischen geschrien, haben die Backing Vocals was dazwischen geschrien oder sonstiges ist, hustet sie, räuspert sie sich und so weiter, dass du das wirklich rausschneidest und die Spur ordentlich bereinigst. Hauptproblembereich Nummer 2 beim Vocal Mixing ist die Bearbeitung mit EQ und Kompressor. Beim EQ hörst du in unglaublich vielen YouTube-Tutorials den Trick Nummer 1, um deine Stimme spannender zu machen, um sie edler zu machen. Und das ist eine Anhebung über einen Shelving-Filter bei ungefähr 8000 Hertz. Das machen jetzt viele einfach so nach, aber das gilt beileibe nicht für alle Stimmen, dass das die Gesangsaufnahme besser macht. Ja? Gerade wenn du eine Sängerin hast, die starke Explosivlaute hat, also Zischlaute oder S-Laute oder Konsonanten, besonders in der deutschen Sprache eher ein Problem, dann kann das sogar ein großer Fehler sein, diesen Frequenzbereich anzuheben, weil du diese Explosivlaute dadurch höher anhebst und wenn du diesen Bereich um 8000 Hertz zu hoch anhebst, zu extrem, ist auch ein beliebter Fehler, dann klingt die Stimme im ersten Moment besser, aber wenn du so eine Stimme, die so einen stark angehobenen Höhenbereich hast oder auch in den im Präsenzbereich, um die 3000 Hertz, dann kann so eine Stimme sehr, sehr schnell dünn, ohne Bauch und nervig klingen. Deswegen musst du hier vorsichtig sein bei der Bearbeitung mit dem Equalizer, dass du diese Fehler nicht machst. Fehler Nummer 2 ist natürlich hier die Kompression. Oft wird viel zu stark komprimiert, weil der Kompressor so irgendwie als Zauberstab betrachtet wird, der deine Stimme irgendwie sofort geiler und besser und größer und fetter macht. Das ist aber nicht immer unbedingt der Fall, insbesondere wenn du zu stark komprimierst, dann kann deine Stimme sehr, sehr schnell komisch klingen und auch irgendwie aggressiv und überdreht. Insbesondere hier noch, auch ein kleiner Bonustipp, hier musst du sehr, sehr aufpassen, dass die Attack-Zeit von dem Kompressor nicht zu kurz eingestellt ist, denn sonst schneidest du die Transienten, also die Anfangsimpulse, von den einzelnen Wörtern ab und dadurch klingt dein Gesang auch gerne matt und kraftlos und ohne richtige Power. Problembereich Nummer 3 beim Vocal Mixing ist der zu großzügige Einsatz von Effekten, insbesondere bei Hall. Hallfahnen sind eine tolle Sache, schöne warme Halls, ist insbesondere auch hochwertige Reverb-Plugins können hier die Stimme wirklich besser machen und können sie wirklich toller in Szene setzen. Allerdings, gerade bei Amateurmixen wird hier viel zu viel des Guten oft angewendet und dadurch ersauft die Stimme sehr, sehr schnell im Hall
und man kann einzelne Wörter nicht mehr verstehen. Das heißt, die Sprachverständlichkeit wird hier reduziert und dein Hauptzuhörer hat sehr schnell keinen Spaß mehr am Song, weil er die Worte gar nicht mehr verstehen kann und weil deine Sängerin eher so wirkt, wie wenn sie irgendwie im Ozean schwimmt und um Hilfe schreit. Deswegen ist es extrem wichtig, dass du diese drei Bereiche gerade beim Mixing richtig machst. Also nochmal. Nicht zu viel EQ-Bearbeitung in den Höhen- und im Präsenzbereich, keine zu starke Kompression, keine zu kurzen Attack-Zeiten und nicht zu viel Hall. Wenn du diese drei Sachen beim Mixing richtig machst, dann erreichst du eines. Und das ist tatsächlich, was sich viele Home-Recording-Mixer wünschen, dass sich die Stimme sauber mit dem Gesamtmix verbindet. Dass sie nicht so wirkt, als würde sie irgendwie komisch abgekoppelt vor der Band stehen und dass sie auch nicht so wirkt, wie wenn sie irgendwie absaufen würde und hinter der Gitarrenwand versinkt, sondern dass sie sauber im Mix sitzt und sich in der Tiefe mit dem Mix schön verbindet. Dafür sind diese drei Sachen, diese drei Arbeitsschritte beim Mixing sehr, sehr wichtig und die solltest du unbedingt beachten. Und damit du damit in Zukunft weniger Probleme hast, habe ich dir ein PDF zusammengestellt, wie du den EQ für deine Lead Vocals in drei einfachen Schritten perfekt einstellen kannst. Das PDF kannst du dir runterladen, habe ich unten im ersten Kommentar angepinnt. Zum Schluss würde mich noch interessieren, was ist eigentlich dein Hauptproblem beim Mixing? Ist es, dass sich die Vocals nicht in der Tiefe mit dem Mix verbinden? Hast du Probleme bei der EQ-Bearbeitung von deinen Vocals oder eher bei der Kompression? Schreib es mir bitte unten in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Video. Bis dann.